Nur eine Waschnische. Aber hey, hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Also was ist denn das hier? Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Hoppla! Meine Herren, wir haben allen Ernstes einen extra Roboter, der die Fußmatten putzt. Ist das da wirklich ein Getränkehalter? Tja, irre. Im toten Winkel des Sisyphos. Eine Installation von Raphael Ruiz-Brand, dem großen Kritiker der modernen Leistungsgesellschaft. Ende der Fahnenstange. Das, wow. Wo bin ich denn hier gelandet? Das muss der Computerkern sein. Mhm. Geile Location. Da lassen sich bestimmt prima Partys feiern. Sein Kaffee ist alle. Da werde ich lieber mal was nachfüllen. Na endlich. Ich sag ja, ich bin ein Genie. Ach, hier bist du. Was treibst du denn bloß? Ich hab Sightseeing. Du wolltest das Überwachungsvideo aus unserer Kabine löschen, das dich ohne Kostüm zeigt, richtig? Was? Nein. Du brauchst mir solche Sachen nicht zu verheimlichen. Egal, was du ausgefressen hast. Wir sind jetzt ein Team. Echt jetzt? Dann darfst du also auch wissen, dass ich meine Fußnägel über deine Müsli geschnitten habe? Okay. Darüber sprechen wir noch. Lass uns jetzt erstmal schauen, wie wir an diese Videodaten kommen. Ja, gute Idee. Hier wimmelt es bestimmt nur so von Sicherheitssystemen. War ich das? Es ist nicht so gut, ne? Der Alarm ist noch nicht ausgelöst worden. Wahrscheinlich sind wir sicher, solange du nicht an den Terminals herumspielst. Und was mache ich jetzt? Versuch, die Kameras abzulenken. Vielleicht kann ich so unbemerkt an ein Terminal gelangen. Ja, das sollte doch kein Problem sein. Die Kameras lieben mich. Ich bin ja auch der fotogenere von uns beiden. Ich glaube, ich kann die Kameras ablenken. Offenbar können sie sich nur im 45-Grad-Winkel bewegen. Wenn du an der Wand entlangläufst, folgen sie dir. Ein Klacks für mich. Ich muss zuerst zu dem Terminal da links. Sag Bescheid, wenn du den Weg freigemacht hast. Okidoki.
Maul! Jetzt! Nö. Paul, jetzt! Paul, jetzt! Das funktioniert ja besser, als ich dachte. Und es fetzt. Rufus, Rufus, Rufus. 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 Aber dann laufe ich doch mitten in die Kamera. Oh, stimmt. Entschuldigung. Nicht Rufus! Paul, jetzt! Wundervoll. Diese Grazie, dieses Taktgefühl, diese Fähigkeit, die ganze Welt um sich herum zu ignorieren. Reden wir von derselben Welt, Argus? Von der, die Sie sprengen wollen? Touché, Cletus. Ich muss mich aber schon wundern, woher dieser Sinnungswandel kommt. Ich stecke halt voller Überraschungen. Wie ein Zirkuspferdchen. Zu schade, dass wir dafür keine Zeit mehr haben. Schaff das Mädchen auf die Brücke. Fräulein Goal, wenn Sie so freundlich wären. Ja doch. Goal! Dir wird schon was einfallen. Und was machen wir mit diesem hier? Wird nicht länger gebraucht. Beseitigen. Ich glaube, der meinte das im übertragenen Sinne. Bewegung, Sie kommen jetzt mit. Warten Sie doch. Hier wird nicht verhandelt. Aber steht mir denn kein letzter Wunsch zu? Ich weiß, das wird mir noch leid tun. Schön, worum geht's denn? Noch einmal Elysium sehen. Okay. Laut Konvention muss es ein realistischer Wunsch sein. Realistische Wünsche kann doch jeder. Aber na gut. Einen letzten Kaffee. Dagegen ist wohl nichts einzuwenden. Sie haben Ihren letzten Wunsch verschüttet, Sie Trottel. Sie... In Stresssituationen geht doch nichts über eine gute Tasse Kaffee.
Ich möchte nicht gestört werden, verstanden? Aus keinem Grund? Von niemandem. Jawohl, Herr Amtmann. Mit Ausnahme des Interrogators natürlich. Wo bleibt der eigentlich? Der Interrogator ist angefragt und auf dem Weg, Herr Amtmann. Das will ich hoffen. Wenn ich das Verhör schon wieder alleine führen muss, werde ich wirklich ungemütlich. Dann können Sie ja schon einmal auslosen, wer die Brücke anschließend wieder sauber macht. Der Beamte wird nicht lange außer Gefecht sein. Ich mach mal besser ein bisschen Dalli. Zertrümmert ihre Augenböden! Still, du übergeschnappte Hohlbirne! Wir müssen leise sein. Warum klebst du mir überhaupt dauernd am Fuß? Rufus gehört mir, verstanden? Zersticht ihm die Bauchdecke! Reißt ihm die Nasenflügel ab! Obwohl ich zugeben muss, dass es deinen Anregungen nicht an einer gewissen Kreativität mangelt. Plietes und Donner! Wie zum Donner kommen die denn hierher? Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Sehr gut. Das sollte als Versteck ausreichen. Aber erstmal raus aus diesem elenden Fummel. Und jetzt nichts wie in Deckung. Ah, da sind sie ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe Ihnen etwas Dringendes mitzuteilen. Ich bin der echte Cletus. Der andere war nur ein Betrüger. Okay, Sie werden sich also nicht mehr dagegen wehren, mit mir mitzukommen? Ganz im Gegenteil, ich bestehe sogar darauf. Na dann, vorwärts! Mit dem größten Vergnügen. Na, das ist ja mal eine quirlige Entwicklung. Das klappt ja wie am Schnürchen. Und jetzt? Hä? Oh. Wow, eine Pritsche. Wirklich originell. Wollen Sie eine Beschwerde vorbringen, Fräulein Goal? Meine Nase juckt etwas. Aber Fräulein Goal, wollen Sie mit dem Gejammer nicht warten, bis Sie einen echten Grund dafür haben? Ach, der Interrogator. Endlich. Lassen Sie uns alleine, Brückenwart. Jawohl, Herr Amtmann. Lassen Sie mich gehen, Argus. Wissen Sie eigentlich, wie viele unschuldige Menschenleben hier auf dem Spiel stehen? Ist Ihnen das vollkommen egal? Haben Sie denn kein Gewissen? Ganz im Gegenteil, meine Liebe. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Rufus? Oder, nein, Cletus? Wer... Weder noch. Gestatten? Argus, die rechte Hand von Oberkontrollrat Ulysses. Sie kennen doch Herrn Ulysses, nicht wahr? Und wie mir scheint, wissen Sie sogar, dass er das eigentliche Monster in dieser Veranstaltung ist. Jahrelang habe ich still dabei gesessen und zugesehen, wie die Ausrottung eines ganzen Volkes geplant und vorbereitet wurde. Nur um einigen Privilegierten ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich darf wohl sagen... Ich kenne Ulysses besser als jeder andere. Ich weiß, wie er denkt. Ich bin der Einzige, der diesem Wahnsinn ein Ende bereiten kann. Alles, was ich noch dazu brauche, sind die Aufstiegscodes. Aber dann stehen wir auf derselben Seite. Warum haben Sie Rufus und mich nicht gewähren lassen? Rufus, wenn ich dieses Wort schon höre. Ich werde die Rettung von 11.000 Seelen doch nicht diesem tollpatschigen Möchtegern überlassen. 11.000 Menschen. So viel. Rufus hat mich immerhin gerettet. Ist das ein Witz? Wie ich das sehe, hat dieser Rufus Ihnen die ganze Zeit über nur Ungemach bereitet. Er will Ihnen nicht helfen. Er benutzt Sie nur, um aus seinem elendigen Dasein herauszukommen. Aber... Gehen Sie mit mir, Goal. Ich werde Sie als Ihr Verlobter nach Elysium begleiten. Sie wissen, ich kann mir die Aufstiegscodes auch ohne Ihre Zustimmung nehmen. Aber ich weiß, dass Sie ein cleveres Mädchen sind. Sie wissen, dass Sie in mir die perfekte Wahl für diese Mission vor sich haben. Ich kann nicht. Warum nicht? Weil... Warum? Ich muss irgendwas tun. Wenn ich doch nur wüsste, wozu diese ganzen Knöpfe gut sind. Hey, stopp! Was tun Sie da? Das bin nicht ich. Das ist die Maschine. Sie spinnt! Nein, 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 nein! Aus, aus, aus! Aufhören, habe ich gesagt!
Also, was wird mir denn? Fräulein Goal, hören Sie mich. Sie haben eine Überdosis Sodium-Amytal injiziert bekommen. Sie müssen jetzt bei mir bleiben. Hören Sie? Bleiben Sie bei mir. Nein. Was? Warum nicht? Weil... Goal! Weil ich Rufus liebe. Nein! Stopp! Goal! Dann schaffen wir unverzüglich diesen nichtnutzigen Tischmülleimer aus den Augen! Goal! Werft ihn von Bord! Sofort! Was hab ich getan? Goal! Was hab ich getan?